Rettungsaktion nach Teileinsturz. Am Freitag hat der Teileinsturz eines Wohnhauses in Obernzell zu einer mehrstündigen Rettungsaktion geführt. Das Gebäude sei wahrscheinlich bereits in der Nacht zuvor eingestürzt. Es gab Zeugenhinweise darauf, dass sich in der Ruine am Vorabend noch ein Mann aufgehalten hatte. Daher folgten umfangreiche Maßnahmen zur Bergung einer mutmaßlich verschütteten Person durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Obernzell sowie des BRK Passau, Hauzenberg und Wildenranna. Neben zwei Spezialbaggern waren auch 10 Personensuchhunde der Rettungshundestaffeln Passau, Traunstein, Kelheim und Miesbach im Einsatz. Gegen 17 Uhr konnte Entwarnung gegeben werden. In der Ruine wurde keine Person aufgefunden.